Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch heute mit so einer neuen Tipps und Trickserie. Diesmal aus dem heimischen Garten. Wunderschöne Grüße von meinem Froschel, der steht da hinten und schaut uns zu. Und es geht heute einmal darum, um einen X-Beul. Ihr seht da den Haken drin. Schaut mal, wenn ich umdrehe. Der ist immer noch herin. Und wie schafft man sowas? Das nicht. Sowas passiert. Und genau das zeige ich euch jetzt auch. Und zwar, das gilt für diese älteren Modelle, die Standard, was sind. Und genauso wie für die UL-Modelle. Und was wir da jetzt genau machen, stellen wir gleich die Kamera um und zeige euch gleich näher. Der Kollege schaut auch schon zu. Ha? Kein Bube? Brav. Schauen wir. So, was brauchen wir jetzt da dazu? Ich würde sagen, wir brauchen eine harte Unterlage, so wie zum Beispiel den Hammer, irgendein Eisenteil. Auf alle Fälle. Dann brauchen wir unseren X-Beul. Und wir brauchen natürlich unser Klammer. So, was machen wir jetzt? Wir schieben diese Klammer da oben drauf und legen das Ganze so verkehrt auf. Und jetzt gehen wir ganz einfach her und werden da hervorheben mit dem Hammer drauf haben. Achtung, jetzt wird es laut. So, das haben wir jetzt gemacht. Und der Vorteil ist jetzt, wenn wir die jetzt zusammenbiegen und die Klammer einhängen, durch den Radius hält die da super drin. Die fällt nicht mehr runter. Und das machen wir jetzt einmal mit alle drei. Wie gesagt, einer legen, auf einen harten Untergrund auflegen und einfach drauf hauen. Der zweite und der dritte. So, jetzt biegen wir die wieder zusammen, den X-Beul. Schieben die eine. Einmal, zweimal, dreimal. Und wie man schön sehen kann, da passiert jetzt gar nichts mehr. Die bleiben wunderschön hängen. Wenn man sie jetzt allerdings aufmachen würde, hätten die ganz leicht rausfallen. Klar, wie gesagt, durch diesen Radius, den wir da haben, halten die Klammern dann natürlich auch viel besser fest. Das, wie gesagt, das ist jetzt die alte Version, die FS 90 bis 100. So, und das Ganze machen wir jetzt natürlich auch mit dem Ultraleicht, mit dem dünnen und mit dem Titan. Aber da muss ich euch gleich dazu sagen, da müsst ihr aufpassen. Steckt die wieder rein. So, und jetzt haut sie ja nicht oben auf die Biegung drauf. Ja, nicht da vorne drauf haben, weil sonst brechen die verdammt leicht. Eher ein bisschen weiter hinten. Und ganz zart nur. Die biegen sie natürlich leichter wie das Titan, biegt sie halt leichter wie die normalen Holz an. Ja, nicht da vorne herklopfen. Seht ihr, das macht jetzt noch eine schöne Nase. So, und jetzt probieren wir natürlich auch, ob es auf den passt. Also, zumachen. Wir hängen es ein. Und man merkt schon beim Einhängen, dass die Stränge ist. Sie sitzen, wir drehen es um. Und es passiert gar nichts.
sitzen streng, machen wir das Ganze auf. Ja, die sitzen sogar so streng, dass sie jetzt da anhalten, aber vorhin, sie gingen auch leicht runter. Aber durch den Radius sitzen dann eben wirklich streng. Ja Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesen kurzen Tipps und Tricks. Ihr seht es, da fällt nichts, es verliert die Hagel nicht. Wurscht, ob das jetzt auch ultra leicht ist mit dem Titan oder die Standard. Da fällt einfach nichts mehr außer. Wie gesagt, passt auf beim Draufklopfen, ja nicht fallen auf diese Biegung zu viel hauen, sonst brechen euch die vielleicht ab. Besonders die Titan, die sind natürlich darauf anfälliger. Gut, das soll schon wieder mal gewesen sein. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen was, es verliert eure Klammer nicht, diese Topferflogen. Und wir sehen sie beim nächsten Mal. Ciao, servus.